Ja moin, ist sie wieder soweit. Satisfactory und auf geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Wir haben in der letzten Folge hier unsere Fabrikgebäude so ziemlich fertiggestellt und ich habe mir gedacht, passend dazu werden wir hier uns erstmal ziemlich wehtun. Autsch! Und dann hier ein bisschen aufrüsten, würde ich sagen, wa? Denn wir haben hier immer noch so viele Förderbänder, die wir eigentlich gar nicht mehr brauchen und wir brauchen, ich habe vorhin einmal kurz durchgerechnet, da unten 60 plus 90 Eisenerz durchgehend. Das heißt, wir müssten mal hier einmal gucken, wie viel lieferst du theoretisch? 60 pro Minute. Haben wir irgendwie eine reinere Quelle? Du hast auch 60. Und du hast auch 60. Das heißt, alle unrein, so wie ich gelernt habe, meine gelernt zu haben, whatever. Achso, hier Eisenerz. Normal. Normal. Dann ist hier wahrscheinlich auch normal. Alles andere würde mich wundern. Meiner Mark 1. Achso, kann ich nicht mehr sehen, weil. So, da, normal. Also hier ist alles normal. Von daher ist es im Endeffekt eigentlich schon fast egal, welchen wir hier nehmen. Aber wir werden. Ich hätte fast gesagt, den am untersten. Was ist das denn? Gut, dass ich das jetzt erst sehe. Am untersten Förderband sehen. Wenn wir den dann aufrüsten, kommt der auf 120. Und 120, ja, reicht uns nicht so richtig, ne? Denn wir brauchen ja 150. Das heißt, einer muss noch nebenher laufen und wir müssen dann noch irgendwas anschließen. Aber wie dem auch sei, wir machen das jetzt erstmal. Und wir fangen mit dem hier vorne an. Nee. Wir fangen mit einem hinten an tatsächlich. Und wir werden den auch gleich mal einmal abreißen. Da müsste eigentlich genug Scheiße auf dem Band rumliegen. Aus dem einfachen Grund, die vorne können nachher auch da in unseren Servicetunnel liefern. Das halte ich irgendwie für sinnvoller. Und jetzt hauen wir hier erstmal unsere Fundamente lang. Zack, zack. Um das Ganze mal ein bisschen zu ordnen hier. Kann ja alles so nicht weitergehen. Zack, 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 zack. Und dann kommt hier unser Miner Mark 2 drauf. Und jetzt richten wir den auch gleich vernünftig geradeaus. Und ach, theoretisch können wir hier gleich einen zweiten Mark 2 bauen, oder? Ist ja affig, das jetzt nur mit einem zu machen. Brauchen wir nochmal hier so einen Mobile Miner. Okay, ich habe wieder nur 10 Stahl benötigt. Stahlbeton. Ich baue mal, mach mal jetzt nur 10 fertig. Achso, ja. Oder auch nicht. Mir fehlt hier so eine Verarbeitungshütte. Machen wir mal, fix mal eine Werkbank hin. Ja, ist okay. Zack, da steht es auch schon. Und dann machen wir uns nochmal. Diesmal nur 8. Warum können wir eigentlich nur 8 machen? Ach ne, 61. Okay. Ne, dass wir wieder auf 10 kommen und dann bauen wir da gleich den nächsten hin. Zack. Erledigt. Und dann machen wir den hier neben auch gleich fertig. Zack, weg damit. Zack, weg damit. Und dann reißen wir den ganzen Scheiß ab hier. Und bringen Ordnung in die Hülle. Zack, zack, zack. Metal. So wie sich das gehört. Wir stehen ein bisschen weiter hinten, sehe ich gerade. Oh, müssen wir weiter durchgehen. Na gut. Ja, komm, machen wir gleich so. Und ich sollte mir dann merken, dass die alle unrein sind. Mir geht halt nicht. Zack. Klatschen und ein Miner drauf. Ah, jetzt fehlen mir echt Stahlrohre. Wie ätzend. Na gut, können wir die Fakes fertig machen? Das wäre ja die nonchalanteste Lösung. Stahlrohr? Nee.
Nö, natürlich keine. Doch, Kohle haben wir da. Was fehlt denn? Achso. Können wir die vielleicht doch machen? Schwerer modularer Rahmen. Die haben wir noch gar nicht gebraucht. Egal. Stahlbarren. Können wir sogar herstellen. Moment, einmal gucken, wie viel wir brauchen. Wir brauchen. Okay. Quatsch. Ich bin noch nicht. 20 brauchen wir, glaube ich, ne? 20, ja. Das wird eng. So. 1 bzw. 3. Wir versuchen das mal. Wir haben ja genug Müll auf der Hand. Warum auch immer ich schon wieder Kohle im Inventar habe. Ich habe keine Ahnung tatsächlich. Aber gut. Wir nehmen das wieder einmal stoisch hin. Na komm. So. 14 können wir jetzt machen. Das reicht nicht. Wir brauchen 20. Gehen wir hier ein bisschen runter. Danke. Dann mal die Seele, wenn wir genug haben. 16. 18. Und 20. So, die noch fix fertig machen. Und dann geht's auch schon ab. Zack, zack, zack. Fertig der Scheiß. So, unser Miner dazu. Ebenfalls sauber ausgerichtet. Ach ja. Ich mag meine Ordnung. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie viel schafft denn mein Förderband. Organisation. Ne, hier haben wir es nicht. Logistik, da haben wir es. Das schafft 270. Die spucken aus 240. Das heißt, uns reicht tatsächlich ein dusseliges Förderband. Das bringt den Scheiß von da oben. Können wir jetzt tatsächlich auch drauf verzichten. Das heißt, wir holen das alles von dem hier. Das nehmen wir auch weg. Das auch. Und dann ist das erstmal doof. Wo kommt's raus? Hier kommt's raus. Oh, ein hoch. Und dann rum die Ecke. So. Und zack. Und nacker. Sauber. Und zack. Von da nach hier hinten. Und dann einmal aus Prinzip. Ja, wo kommt es denn jetzt genau raus? Gefühlt steht das mittig. Ja, das ist ja scheiße. Bin ja jetzt schon genervt. Ist ja grandios. Ich hasse diese anhaltende Asymmetrie. So, machen wir da einen Merger ran. Aber das snappt mal wieder gar nichts. Und ich kriege hier auch keine Leitlinie angezeigt. Das ist doch ätzend, ey. Aber gut, wir sind da sauber drauf. Dann müsste das hier sein. Oh. Hups. Kann mal passieren. So. Was war das denn jetzt für ein Nummer? Also manchmal nimmt es dieses Spiel ganz genau und manchmal will es nicht so, wie ich will. So. Du daran und dann läppt das auch schon. Schön. Haben wir hier unser Förderband und brauchen das jetzt nur noch aufrüsten. So, ja. Dank meiner fleißigen Community recht schnell lernen dürfen, wie das geht. Aber mit der Kurve bin ich. Was habe ich mir denn dabei gedacht damals? Und du lieferst hier sowieso gar nicht mehr lang. Hier ist Tille, mein Freund. Ne? Mine wird geschlossen. Schicht im Schacht. So. Dann kommt nachher alles von da. Wir brauchen alle noch Strom. Bevor wir das hier nochmal vergessen. Na? Du kriegst von da. Und du kriegst von eigentlich scheißegal wo. Ja, mal von da. So, dann laufen die beiden schon mal wieder. So ist das ja mal hässlich.
Ja, ihr kommt alle weg. Den ganzen Scheiß brauchen wir nicht mehr. So. Das brauchen wir tatsächlich auch nicht mehr. Das kann alles sonst wohin. Wohin ist mir relativ lax. Nur nicht mir im Weg stehen. Das reicht mir. Für den Anfang. So, hier in die Mitte. Ich bin gespannt, ob das passt. Ne. Das finde ich jetzt doof. Das finde ich jetzt echt doof. Dann machen wir so. Kann ich damit leben? Schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut. Machen wir so. Aufrüsten. Aufrüsten. Aufrüsten, aufrüsten. Oh, das geht angenehm schnell. Da muss ich ja nur lang rennen hier. Aufrüsten. Und aufrüsten. Hui! Schade, man kann nicht bergauf sliden. Der Scheiß hier kann auch gleich weg, wenn wir schon mal dabei sind. Und die Kraftwerke reisen wir nachher auch gleich ab. Dafür besteht tatsächlich kein Bedarf mehr. Dann haben wir ja wieder ein bisschen Platz. Ich weiß noch nicht wofür, aber wir haben erstmal Platz. Wir stehen aus irgendeinem Grund gleich zwei so eine Dinger, okay. So. Denn wir haben Strom jetzt da hinten im Überfluss und so haben wir das ja zentral beieinander. So, alle auf drei, alle auf drei. Sehr schön. So, und dann kann das hier fleißig gesplittet werden. Tatsächlich sogar mehrfach gesplittet. Denn da oben müssen wir auch noch hin. Gott, der verteilt das ja arg seltsam. Aber gut. Wie machen wir das? Ich glaube, ich nehme das mal weg und das auch nochmal. Und dann machen wir hier einmal mittig. Gehe ich gleich zwei hoch? Ja, ich gehe gleich zwei hoch. Machen wir das so. Und dann hauen wir da einmal einen Splitter ran. Der eine geht darüber. Ach nö, warum machen wir das so schwer? Doch. Ein zu hoch. Mist, Mist, Mist. So wollte ich das nicht. Deswegen sind wir zwei. Das aber jetzt, ne? Wie das, das. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Dann gehen wir lieber gleich auf die Höhe. Und lassen. Na. Das hier einfach komplett weg. Dann müsste das steigungsmäßig trotzdem noch ganz gut passen. Ja, sauber. So möchte ich das auch haben. Herrlich. Zack, gerade rüber. Dann den Splitter ran. Eingesnappt. Der eine geht nach da. Und der andere nach. Na komm, du sollst hier reingehen. Ne, sollst du nicht. Du sollst da reingehen. Alles cool. Moment, den anderen. Nee. Ästhetikfrage. So will ich's. Ja. So finde ich das gut. Was ist mit dir nicht richtig? Achso, durch Stahlplatten kannst du. Hier mit Fließband hast Probleme. Auch nicht schlecht. So, theoretisch müssten alle jetzt genug Feuer kriegen. Und zwar ganz locker. Und damit bin ich auch schon wieder glücklich. Damit ist der Abriss schon mal erledigt. Quatsch, ich bin noch nicht voll hier. So, die Hohen können damit weg. Auch wenn das cool aussah die ganze Zeit.
ist der Bedarf tatsächlich nicht mehr gegeben. Und ich hätte die Ressourcen auch lieber an einer anderen Stelle. Ja, ich bin, glaube ich, materialientechnisch schon wieder massig überfüllt. Wir hauen das mal eben in Schredder. Zap, 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 zap. Weg, 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 weg. So viel Schrott. Barren brauchen wir also auch nicht. Immer noch nicht. Platten behalten wir mal hier. Und ja. Dann passt das. Sortieren und Schiggy. Schredder den Scheiß. So, wir gucken noch einmal, ob wir irgendwas aufrüsten können. Dann nur noch Transport und Hypertubes. Aber die Hypertubes finde ich cooler. Die nehme ich mal schon mal mit. 300 Rohre habe ich. Dings habe ich auch. Ja, Stahlbeton muss ich eine ganze Menge herstellen. Ja, und der ganze Scheiß hier muss halt weg. Dreck, den keiner mehr braucht. Weg, weg, weg. Das bleibt noch. Wer weiß, wann wir nochmal Treibstoff brauchen. Ne, ich habe eben gesehen, für die LKWs brauchen wir auf jeden Fall welchen. Alter, wir hatten hier auch viel Scheiße, ey. Brauchen wir alles gar nicht. Ich habe ein bisschen überdimensioniert, habe ich das Gefühl. Aber naja, so bin ich. So bin ich. Jetzt haben wir das alles hier vorne drin verpackt. Wie gut ist das, ey? Ja, komm, wenn wir schon dabei sind. Quasi im Vorbeigehen. Nehmen wir so viel weg, wie wir können. Wasser werden wir garantiert nochmal irgendwie brauchen. Ach, daher kommen auch die ganzen Eisenplatten, die ich gerade im Inventar hatte. Ja. Abgesegelt. Sag mal, du läufst doch hier auch überhaupt nicht mehr, tatsächlich. So. Und da stand noch ein Fördermast. Weg. Alles weg. Ne, man kann mich jetzt auslachen und sagen, vielleicht brauchst du das da hinten irgendwann nochmal. Nein. Ne, der Komplex ist so mehr oder minder abgeschlossen und jetzt soll ja eigentlich alles, was wir ab jetzt bauen, in unseren Wartungstunnel. Von daher mache ich hier recht sorglos eigentlich den ganzen Scheiß einfach nur platt. Nanu? Da hängen fixe Truhen in der Luft. Warum tun sie das? Ich kann nicht ran. Weil ich, oh Gott, schon wieder maßlos überfüllt bin. Förderband, hilf mir. Wuhu! Ich meine, die sind fast genauso gut wie Hypertubes. Zack. Einmal Shreddern bitte. Der ganze Scheiß nervt. Der ist auch schon fertig. Wunderbar. Kannst mal einmal sortieren. Das weg, 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 weg. So viele Eisenplatten brauchen wir im Leben nicht. Da haben wir genug gelagert. Machen wir uns keine Sorgen. Schwere Eisenplatten nehmen wir mit. Und das können wir eigentlich auch schon mal reinkloppen. Sehr schön. Der schreddert dabei fleißig. Wir brauchen ja noch so einige Coupons. Von daher gönn dir hart. So, die haben wir schon dabei. Die packen wir da schon hin. Haben wir Eisenrohre dabei noch? Nö. Gut. Und weiter geht's. Oh, hier haben wir noch mehr Kalkstein. Rein sogar. Ist das rein? Komplett? Wäre ja nicht schlecht. Würde ich nehmen, ne? So. Jetzt kann ich das auch. Bevor das hier so sinnlos in der Weltgeschichte rumhängt. Zack. Und den auch noch. Und weiter geht's. Und die Kohle könnten wir eigentlich umlegen. Dann machen wir die einfach hier. Zack. Dann kann die sauber hier rüberlaufen. Man muss hier nicht auf so einem Nebenarm rumdümpeln. Geh mal weg. So. Und dann gehen wir von da. Achso. Ja. Natürlich wenig Sinn.
So. Gehen wir einfach hier lang. Natürlich habe ich alles schon weggenommen. Clever wie ich bin. Oh, geht das Gefrickel wieder los, ey. Na komm. Ja, wird schon passen. Zack, und hier rüber. Du weg. Und wo hatten wir hier die Kohle? Ach, komm schon. Die lief, glaube ich, hier neben lang und dann da hoch. Jo. Das ändern wir dann auch gleich. Ach komm. Na komm schon. Ja, ich könnte jetzt diese Stackables nehmen, aber... Druff hier schissen. Weg. Weg. Sollte mich vielleicht ein bisschen beeilen, wa? Sonst habe ich hier nämlich gleich keine Energie mehr. Dum-dum. Weg damit. Und du fließt oben rüber. Zack. Und von da nach... Da. Und dann haben wir da Kohle. Hoffe ich. Ich hoffe, es war richtig. Ja, es sieht richtig aus. Es fließt und fließt und fließt und fließt. Ja, das passt. Sauber. So, haben wir alles Unnötige weggerissen. Alles, was wir noch brauchen, bleibt da. Und wir haben den frei und den Miner da oben haben wir auch frei. Herrlich. Den können wir bei Zeiten mal ein bisschen umlegen. Aber das brauchen wir nicht jetzt machen. So. Die Steine werden weggesprengt hier. Scheißdreck. Dann haben wir auch eine wunderbare Strecke. Und wir könnten an den hier eigentlich auch schon mal das erste Fließband für hier anschließen. Mal. Klingt doch eigentlich ganz sinnig. Machen wir auch eisekalt. Und bei der Gelegenheit... Ach komm schon. So. Ziehen wir hier gleich einmal weiter. Und richten das Förderband richtig aus. Zack, 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 zack. 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 Ordnung ist das halbe Leben. Ich sag's euch. Weg damit. So. Hier Masten hin. So, und gleich nochmal einen. Ne, ich brauche einen da drüber auch noch. Uah. Brauche ich? Ja, brauche ich. Und ich weiß, das macht gerade keinen Sinn. Tut mir leid. Und mir ist das Material ausgegangen. Ist ja genau rechtzeitig. Ja, gut. Läuft der eine halt mal kurzzeitig nicht. Ist ja lax. Ich kann da nicht mal gucken. Sind die eigentlich voll ausgelastet hier? Scheint so. Du läufst mit. Oh, gar nicht volle Lotte. Dann müssten wir die Miner eigentlich mal aufrüsten. Das wäre Kai Luca. So, ein bisschen mehr davon. Und wir brauchen noch Metallstangen und Metallröhren können wir auch gleich holen, wenn wir schon mal unterwegs sind. Ach, ist das mittlerweile leitläufig. Meine Güte. Zack. Davon machen wir neu. Unser Inventar ist echt zu klein. Ach, scheiße. Ich hätte gleich schreddern sollen. Jetzt bin ich ja genervt. Na. Scheiße, ey. Das schreddern wir jetzt erst noch. Ah, wieder nur an die Hälfte gedacht. Ich könnte hier noch so viel mehr mit diesen Röhren produzieren. Achso, hier sind Platten, ne? Deswegen sehe ich da nichts. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Stillstand ist keine Option. Zack. Bleiben wir wieder weg, den Scheiß hier. Weg, weg, weg. Noch irgendwelchen.
Zwei Holz brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Dann noch Kohle, die weg kann. Das kann auch einmal weg. Das behalten wir natürlich da. Und so viele Eisenplatten brauchen wir auch gar nicht. So, weg damit. Fleißig schreddern. Wer fleißig schreddert, kriegt fleißig Coupons. Und wer Coupons kriegt, kriegt die schönen Sachen zum Bauen. Wow. Tütüdü. Mal gucken, ob alles läuft. Nach der neuen Verkabelung hier. Ich bin ja immer so ein Fuchs. Ich kriege das immer irgendwie hin, dass ich das verkacke. So. 3, 4, 5. 500 brauchen wir. 300 dafür und... Ach, keine Ahnung. Was weiß ich denn? Zack, die hier auch rein. Wie voll bist du mittlerweile? Wir können die, glaube ich, mal wieder auf Röhren umstellen, ne? Ja, machen wir einfach mal. Stahlrohre. Der hier müsste mittlerweile gut gefüllt sein. Ja, dann passt das. Ne, dass wir hier langsam mal alles wegkriegen. Zack, 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 zack. Das geht schön schnell. Und dann können wir auch gleich hier den Stahlscheiß holen. Die Kupferrohre. Und eigentlich, bevor wir losrennen, müssen noch Stahlbeton. Ne, Stahl haben wir da, Beton haben wir da. Gut, Stahlbeton können wir auch machen. 50 Stück. Herrlich, manchmal läuft's. Man kann leider nicht so schön bergauf sliden. Schade. So, hier steht die Produktion auch. Was auch sonst. So, 1, 2, 3. Sehr schön. Haben wir auch gleich alles dabei. Dann müssen wir nochmal zum Schredder. Gerade eigentlich nicht. Wir starten erstmal unser Fliegebums hier. Aber dafür haben wir gar nicht genug Platz im Inventar. Ach, scheiße, ey. Immer diese Beschränkung. Zack, verbessert. Zack, verbessert. Ich weiß, es macht noch keinen Sinn, aber erstmal haben. Na, ich bin gespannt, ob das klappt. Zack. Zack. Na, kann man da dran vorbei? Ja, wie geil. Herrlich. Zack, zack. Nur noch von hier bis hier. Und eigentlich sogar bis hier. Ich bin erstaunt. Zack. So. Na, passt das? Nee. Das war zu erwarten. Das wäre auch seltsam gewesen. Ach komm. Zack. Und dann gehen wir gleich hier hinten ran. Aber möglichst so, dass ich da durchlaufen kann, ne? Und das wird so nix. Ist eh ein höher. Von daher. Alles tutti. Herrlich. Zack, zack, zack. Und erstes Förderband verbunden. Schön. Das heißt, von hier kriegen wir dann auch demnächst Eisen. Theoretisch. Theopraktisch. Ups. Das wollte ich so nicht. Ich wollte das eigentlich alles upgraden. Zack, 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 zack. Mehr Beton. Kann da gerne drauf liegen bleiben auf diesem scheiß Förderband. Mehr von dem Mist. Zack. Zack. So. Ob der meiner jetzt schon abgegradet ist oder nicht, ist mir eigentlich echt scheißegal. Den Beton haben wir aktuell noch im Überfluss. So, und du bist ein Miner Mark 1. Ja, das ist Mark 1 und das ist Mark 2. Ja, 120. Gut, und der Form halber, glaube ich, schließe ich das hier einfach schon an. Zack, zack. Wollte das nachher mal aufrüsten und gut ist. So. Und dann löppt das.
Schön. Es nimmt Gestalt an. Tülü. So, dann holen wir uns mal die Hypertubes. Wo sind wir? Halbe Stunde. Mensch, nur die Hälfte der Zeit vertrödelt hier. Das ist immer noch hässlich. Mann, Müller, ey. Mach den Scheiß weg. Da haben wir die Upgrades noch nicht gemacht. Scheißegal. Alles scheißegal. Ganz regal. Ja, hier, halb weg. Die Stahlbahn behalten wir mal. Und hauen jetzt aber erstmal unser Upgrade hier rein. Zack, 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 zack. Und dann machen wir noch ein bisschen Stahlbeton. Den machen wir mal eben. Und zwar hier? Nee. Quatsch, wir haben hier hinten die Werkbank. Bin ich bescheuert. Ach, da brauche ich ja Stahlbarren für. Die habe ich nicht mitgenommen. Ah, oder? Nee, Stahlbeton? Ja, sehr schön. 50, meine Güte. Das dauert. Vielleicht sollte ich langsam doch anfangen, das zu automatisieren. Müsste ja theoretisch in der Gießerei. Ich vermute es einfach mal. Ja, ich vermute einfach mal in der Gießerei. Nee, Manufaktor. Ja, Manufaktor macht Sinn. Ne, mit Kohle und Beton. Müsste Manufaktor sein. Also Beton wird ja eher selten eingeschmolzen, ne? So, jetzt habe ich echt nicht genug Stahl dabei. Doch, könnte reichen. Gerade so. Kotzgrenze. Nee, reicht nicht. Jetzt noch 10. Und ich habe erst 38. Oh Mann! Ätzender Scheiß. Ätzender Scheiß. Na? 4 Stück fehlen uns. Ach komm schon. Haben wir hier zufällig noch? Nee. Und hier wahrscheinlich auch nicht. Was ist das für ein. Ah. Foot, ey. Ja, die behalten wir. Aber aha, Stahlträger. Leck mich fett. Manchmal läuft's. Zack. Ja, das macht fertig. So. Die anderen. Zack. Und Feuer frei. Halbe Tubes. Wup, wup. Milestone reached. Fixit Incorporated has processed and incorporated. Oh, aber sieht die Person gefüllt. Klingt doch super. Introducing Hypertubes. Safe, aesthetic, adaptable, fun. Aesthetic. Enjoy a view of your hard work as you soar through incredibly tight turns. Build them today. Ich weiß nicht, warum die aesthetic sind, aber naja. Fixit Incorporated is not responsible for any harm caused by irresponsible use of this product. Ach Quatsch, ich werde mich doch nicht verletzen. Hallo. Wie denkt ihr denn von mir? Ich habe schon ganz bescheuerte Ideen damit. So, kannst du das Post zu weg? Ja, hier, komm, nimm mit. So, das haben wir also auch fertig. Und ich glaube, jetzt gehen wir so mehr oder minder mal ein bisschen auf Wanderschaft, denn habe ich mich heute unterhalten, kurz hinter meinen ganzen Manufaktoren, da war ja noch tatsächlich dieser dusselige Dings hier. So ein abgestürztes Schiff. Und ich konnte ja alles nochmal machen. Also die Gegner waren wieder da, irgendwelcher Fuddel war wieder da nach dem Update. Und die Frage ist, ist das Schiff auch wieder lootbar? Denn dann könnten wir da vielleicht nochmal ein Laufwerk uns ergattern. Und ein Alternativrezept kriegen. Oh. Jetzt probieren wir mal aus. In den Arsch geschossen. Boah, die haut aber ordentlich rein. Krass. Das gefällt mir. Geiler Scheiß. So, der brauchte seinerzeit Strom. Braucht er immer noch Strom, ist die Frage. Wahrscheinlich. Haben wir jetzt zum Glück im Überschuss. Ach ja, hier stehen meine schönen Materialien aufgereiht. Ich weiß, es macht immer noch keinen Sinn. Und es ist mir immer noch egal, ob das so ist. Ich finde das schön so. Voll tatsächlich, Mensch.
Übergangsweise wird das hier wohl mal gehen, oder was? Ja. Ja. Ah. Ich brauche ein Jetpack, Leute. Ohne Scheiß. So, mal was hier lang. Und dann... Da. Klick. Und... Klick. Oh. Den habe ich vergessen. Komm her. Boah, die sind da ja echt kein Problem mehr. Der ist ja voll geil, der Sinobasher. Ich denke, wir laufen hören. Das klang so. Nee, schade, das geht nicht nochmal. Wäre ja auch zu schön gewesen. Die vielleicht wieder irgendwelche Scheiß rum? Nö. Ein Mist kommt wieder, das aber nicht. Schade. Nö, 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 nö. Aber ein Bärchen? Ah, oh, ein Bärchen. Und was zum Verkloppen. Los, kommt her. Ich will das Ding noch ein paar Mal ausprobieren. Der gefällt mir richtig gut. Vielleicht soll ich das aber nicht machen, wenn ich halb tot bin. Ach, scheißegal. Zack, Nummer 1. Na, komm her. Zack, hin. Boah, finde ich richtig gut. Geiler Scheiß. Den habe ich auch noch nicht kurz weiter erforscht. Ich weiß gar nicht warum. Mir fällt gerade mal auf, der See hier ist gefühlt größer als der, wo ich die Pumpen hingebaut habe. Hm. Hier ist auch alles so Stinkeland, ey. Ätzender Scheiß. Naja. So, aber so langsam müsste ich doch mal hier den nächsten Tiers freischalten können, oder nicht? Da gucken wir auch da mal rein. Ja. Komisches Treppenmodell. Ah, der Zoo ist wieder geöffnet. So, wir gucken einmal. Zack. Was ist das denn? Vielseitiger Rahmen. Intelligente Beschichtung. Und automatische Verkabelung. Okay. Okay. Wäre mir so noch nicht bekannt. Oh, okay. Aber damit brauche ich noch für nichts zum Bauen, ey. Stelle ich die hierher? Wahrscheinlich. Ja. Nur für den Weltraumlift. Oha. Aus Eisenplatten und Rotoren. Aus modularen Rahmen und Stahl. Und aus, was sind das? Rotoren? Nee, Statoren und Kabeln. Das ist so eine Sache, ne? Hm. Na mal gut, dass wir hier noch ein bisschen was herstellen wollen. Oder hinstellen wollen. Und wir haben ja jetzt hier unser erstes Eisen. Also können wir doch eigentlich gleich mal damit anfangen, oder? Und das Ganze hier auch ein bisschen schick bauen. Schwupp. In meinem schönen kleinen Weltraumlift. Service Tunnel. Ich bin noch nicht ganz glücklich mit der Optik, aber irgendwann wird das hier der Shit werden. So, also wo fangen wir mit der Verarbeitung an? Da haben wir diese blöde Brücke, ich würde sagen, hier so auf der Höhe. Das heißt, wir splitten das hier das erste Mal weg denn. Und leiten das nach da oben. Fangen wir doch mal an. Förderband Splitter. So, ich weiß, ich muss das nicht machen, aber es hat bei mir noch nicht einmal vernünftig geklappt mit dem Einsnappen und dann funktioniert das Ding. Also schleudern wir das hier hoch. Mit welcher Produktion fangen wir denn am sinnigsten jetzt erstmal an? Eigentlich ja wieder Eisenstangen und Dings hier, Eisenplatten. Die würde ich hier jetzt erstmal hochjagen. Auf welcher Platte sind wir hier? Auf der dritten. Das heißt, die geht weg. Hoffe ich einfach mal. Und dann müsste ich hier einen Lift dran kriegen. Logistik. Mark 3 Lift. Ach, scheiße. Das nervt mich ja. Was ist dann? Ja, dann passt es. Ich glaube, dann setze ich nochmal einen rüber. So.
Kacke, bleiben können. Von hier nach da. Von hier nach... Hä? Lass mich rollen? Wird aber ein Splitter. Wieso kannst du nicht daran? Weil das natürlich leicht versetzt ist. Markus, du bist ein Idiot. So. Und da passt er. So. Jetzt den Splitter hoch. Einmal gedreht. Ich hoffe mal, das passt. Dann kommt da wieder eine Decke drauf. Zack. Und dann gehen wir mal nach oben und gucken. Schwupp. Wo bin ich jetzt hingelaufen? Falsch bin ich gelaufen. So. Das hieße. Das passt. Oh, ist sogar die richtige Höhe. Ich werd verrückt. Das ist ja der Wahnsinn. So. Hier hätten wir jetzt genug für 3 bis 4 Schmelzen, ne? Ja, allein mit dem Förderband. Bauen wir doch erstmal Schmelzen. Auf geht's. Schmelzofen. So, jetzt muss ich mir allerdings gut überlegen, wie ich das genau hier hinspaxen will. Eigentlich will ich alles so klein und kompakt wie möglich haben jetzt. Moment, da unten splittet er einmal. Das heißt, ich mache hier erstmal nur 2 Schmelzen hin. Bleibt das so breit? Das bleibt so breit, okay. Das heißt, hier kann eine Schmelze hin. Und hier kann eine Schmelze hin. Das heißt, da kommt dann ein Splitter. Wie blöd da. Fährt aber dann Splitter. Der das Ganze einmal hier hinschickt und einmal da hinschickt. Jetzt gibt mein Handy hier keine Ruhe mehr. Ist auch super. Klappe zu. Affe tot. Lautlos. So soll es sein. So, und aus den beiden Splittern hauen wir nochmal 2 Konstruktoren dahinter. Die sind etwas breiter, passen aber. Sehr schön. Eins. Und stimmt nach hinten. 2. Zack. Zack. Und der ganze Scheiß gibt das dann wieder nach unten weiter. Ja. Ich glaube, so finde ich das erstmal in Ordnung. Ah, wir müssen einfach darüber. Können wir noch einmal darüber? Ah, optisch jetzt schon nicht mehr ganz einwandfrei. Aber das sehe ich nachher nicht. Mir wurscht. So, nochmal Konstruktor. Wir brauchen hier einen. Das wäre so und das wäre dann so. Ein Konstruktor, 2er Konstruktor. Alles ein bisschen eng auf eng. So. Dann... mache ich hier schon wieder auf. Und gehe da dann mit einem Lift wieder... erstmal brauchen wir einen Fusionator. Können wir den da anschließen? Nee. Das finde ich jetzt schon scheiße. Ich kann ihn hier auch nicht so wirklich gut setzen. Mist. Mist, Mist, Mist. Gut, dann müssen wir so einen Fusionator setzen. Und wie machen wir das am besten? Da will ich dann eine Wand haben. Und dann will ich da den Lift runter haben. Das
Das heißt, du gehst hier ran. Du gehst hier ran. Dann kann das weg. Und dann müsste doch hier ein Lift runtergehen. Genau. So will ich das haben. Zack. Dann haben wir hier nämlich Eisenplatten. So. Wie mache ich das mit den Liften? Ah, ich weiß schon. So, es geht dann erstmal nach da. Aber nicht ganz so tief. Ich hoffe, die Höhe stimmt. So. Dann kommt das nämlich erstmal weg. Denn ab hier kommt ja schon der nächste Lift. Der das Ganze dann da lang feuert. So, Förderlift Mark 2. Was ist das, die Leit... Ah, von dem da. Sehr schön. So. Oder? Kommen wir da rum? Ne. So. Das heißt, du gehst nach... Ja. Ich hab das habe ich gerade weggerissen, ich Idiot, ey. Manchmal, ne? Ist das unerträglich. Meine Dummheit. So. 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 Dann geht hier das Förderband hoch. Und hier kommt direkt wieder einer hinter. So. Und von hier gehen dann die Sachen hier lang weiter. Warum mache ich das so kompliziert? Relativ... Oh, die Höhe stimmt, sehe ich gerade. Ganz einfach, ich will das einfach von hier... Hier will ich alle Materialien langlaufen haben. Alle. Egal was, wie, wer, wo. So, jetzt einen Mark 3 Lift nach oben. Ich hoffe, das stimmt. Zack. Warum geht das nicht? Zu wenig Freiraum. Warum? Was ist denn da am Weg? Eigentlich gar nichts. Die Platte ist nicht im Weg. Erzähl mir doch keinen Scheiß. Wenn die da hinten nicht im Weg war, warum sollte die hier im Weg sein? Scheiße, ey. Oh Gott, jetzt die Höhe hinkriegen. Ich meine, die war's. Kann ich da jetzt eigentlich so eine Platte drüber setzen? Nee. Also diese Löcher nerven mich ein bisschen, ne? Da wäre irgendwas anderes nochmal cool, aber okay. Erstmal ist das so. So, hier kommt wieder die nächste Linie. Hier haben wir dann unsere Eisenplatten bzw. Eisenrohre. Und aus Eisenplatten und Eisenrohren mache ich was? Ich habe keine Ahnung mehr. Das sind so scheiß viele Rezepte, ey. Ich meine, ich könnte das auch hier oben aufsplitten, aber irgendwie... Nö. Alles steht. Du machst daraus aus jeden Fall Eisenbarren. Und du im Übrigen auch. Und du machst dann Eisenplatten und du machst auch Eisenplatten. So, die müssten... Der stellt 30 her und der braucht 20 pro Minute. Okay. Ne, braucht auch 30. Gut. Alles gut. Und die sitzt natürlich falsch. Scheiße. Komm ich da ran? Komm. Ja, angesnappt. Sehr schön. Dann können wir hier lang gehen. Hm. Dass ich hier zwei frei halten muss, finde ich ätzend, ne? Aber ich komme hier sonst nicht besser lang. Ich würde sagen, das ist einfach erstmal so. Ja. Ja, das ist so. Das wird so hingenommen, da wird nicht diskutiert. So, jetzt machen wir die gleiche Position nochmal.
hier mit Eisenstangen. Das heißt, wir hauen hier einen Splitter ran. Zack. Ja, zwei Schmelzen. Und dann zwei Konstruktoren dahinter. Na komm. Produktion. Zwei. Ey, wo sind sie denn? Da, Schmelzöfen. Wie weit dahinter habe ich die? Nicht weit weg, ne? Meine Güte. Ist da einer nicht verbunden? Doch. Am Anfang der Platte. Ja, gleich die nächste Platte ran. Zack. Einmal zurechtgedreht. So. Nicht ganz rauf. Bisschen in die Mitte. Ist das ein bisschen in die Mitte? Ah, jetzt fängt das wieder wie am Anfang an, ey. So, die erste, gleich die zweite daneben. Weg. Weg. Und zwei Konstruktoren dahinter. Nicht ganz an die Seite, damit ich dann auch bauen kann. Ja, so. Both okay. Ich glaube, das reicht. Eins und zwei. Hier ran. Da ran. Und dann, ja, wird das wieder zusammengeführt, ne? Muss immer noch mal gucken, muss die Anfangszeit, Leute, tut mir leid, wie wir das hier wieder zusammengeführt haben. Ja, ich sollte ihn doch auf die Platte setzen. Leicht versetzt mit dem Fuß nach hinten. Okay. Ich will es auch einheitlich haben, also das ist mir dann doch irgendwie wichtig, ne? So. Konstruktor. So. So wäre mittig, aber das geht nicht. Und dann machen wir so. Gleich noch einen daneben. Und dann haben wir es. Es geht kompakter, ich weiß, aber muss jetzt erstmal gar nicht. Was ist mit dir hier? Weg. So. Dann. Quasi. Ich sehe es so schlecht. Ich sehe es so furchtbar schlecht. Nur eigentlich so mittig, dass ich da direkt mit dem Fahrstuhl ran kann. Also ein Stück davor. Ganze Scheiße wieder im Kopf haben, ne? Das dauert ewig. Fusionieren. So, dass wir es das müsste doch passen. Gucken wir mal. Mark 3. Und nach unten. Ja, passt. Sauber. Und wir geben es dann nach da weg. So, du hier ran. Du daran, danke. Und dann geht's da runter. So, dann brauchen wir hier oben nur noch Strom und das ist alles Tutti. Und dann wird das alles verglast und dann haben wir das da schon mal stehen hier. So, dafür brauchen wir jetzt erstmal Glas. Ne? Das soll der Anfang werden unserer zweiten Produktionslinie. Mehr können wir auch da unten gar nicht machen. Weil mehr Erz haben wir noch gar nicht da. Wie sieht's aus? Hast du schon mal wieder ein paar für mich? Einen. Wow. Wahnsinn. Wir schreddern mal weiter Müll. Weg, weg, weg. Alles weg. Dreckiger Lumpenscheiß. Wie? Was ist hier los? Sam Erz? Wieso? Habe ich das Ham-Erz reingemacht? Wieso habe ich das in der Hand? Kann man das... Kann man offensichtlich auch nicht schreddern. Ist ja interessant.
Das ist ja interessant. Ich weiß auch immer noch nicht, was man damit macht, aber okay. Awesome. Der einträchtigen Coupon kriege ich. Habe ich. Das ist ein Scheiß. Ich will da jetzt keine dichten Wände vorbauen. Ich will da die haben. Und dafür brauche ich noch, lasst mich lügen, 8. Nee, 7. 6 an. Ein bisschen rechnen war schon zu viel. Wand mit Fenster. Einkäufe, okay. Was soll das hier? Ach, wahrscheinlich Waren, die ich gekauft habe, ne? Ich habe immer noch nicht meinen kleinen Schredderwagen hier. Also, na, wie hieß er? Tesla. So, wie viel Zeit? Was sagt die Zeit? 55 Minuten sind rum. Ach, leck mich doch, ey. Das ging schon wieder viel zu schnell. Womit verbringen wir denn jetzt die Restzeit? 5 Minuten haben wir noch. Oh, fix die zweite Eisenlinie fertig. Eigentlich können wir das machen, oder? Zack, zack. Die würde dann auch da drüber laufen. Und die kommt von da. Und die kommt von da. Was stehst du hier noch gelangweilt rum? Lass mich rollen. Eisenplatten. Na gut. Ja auch. Unerhört. Mehr Eisenplatten. So, die beiden sind genutzt. Bleibt noch der da oben. Das ist Kohle, die hochfährt. Ich glaube, ich setze die Kohle ein höher noch. Na komm. Oh, dieses Gefrickel, ey. Ja, ich setze die Kohle noch einen nach oben. Und dann ziehen wir da unter das Eisen an. Zack. So wie es ja ursprünglich eigentlich auch war. Warum auch immer ich das geändert habe. So. Dann nehmen wir das weg. Und gehen damit nach da. Nein, nicht nach da. Nach da. Komm, komm. Genau. Nach da. Da. Und die muss ich ja auch alle wegnehmen, weil die falsch rumlaufen. Na, so ein Scheiß. So, das weg. Und wir gehen nach da oben. Dann kann der nämlich nach hier kommen. Und dann ist das Förderband auch schon fertig. Mehr oder minder. Achso, mehr habe ich noch nicht. Gut. Lass hinter. Frickel, frickel, ey. Ich hätte es gleich richtig machen sollen. Ich sag's euch. Ich bin einfach viel zu schludrig. Aber das macht man nicht dafür, dass das Bild in dem Moment, wo man es aufnimmt, wird am schönsten ist, ne? Aber naja. Da. Da hoch. Und da hoch. Und dann sind wir schon fast soweit. Ja, genau. Geh auf die Seite, bitte. Ganz dringend. Ganz dringend. Ganz dringend. So. Und nach da. Und nach da. Und hier brauchen wir schon wieder einen Mast. Mann. So. Tada, die zweite Eisenlane. Wup, wup. Ja, jetzt sieht man halt, ne, es ist oben noch die schwache. Oder der schwache Miner. Und den kriegen wir jetzt auch nicht mehr fertig. Ne? Ich will nicht schon wieder hier ewig viel Überlänge haben. Denn ich bin, wie ich bin, wie ich bin, wie ich bin. So.
Was ich hier oben auch noch vorhabe, das müssen wir demnächst mal bauen tatsächlich. Ich will so ein Zentrallager für alle Sachen haben, wo am Ende alles hingebracht wird. Ich würde einfach mal sagen, dass das hier hinten irgendwo ans Ende kommt. Denn nach hierhin werden wir am ehesten expandieren. Und ich weiß noch nicht, wohin ich es ausrichte. Ne, das könnten wir jetzt gerade mal gucken. Also ich könnte es entweder hier oben so ranbauen, dass es dann hier hochgefördert wird. Oder ich setze es vorerst hier nach Himbeeren. Das ist so schlecht vorbereitet. Oder ich setze es tatsächlich irgendwie hier hin. So mehrere Container übereinander mit mehreren Ebenen. Und lasse das dann hier einfach mit einer Hypertube, mit der ich mich dann immer hier rauswerfen lasse. Und ich muss tatsächlich nochmal gucken. Erstmal mache ich dich weg, Keule. Ach komm. Ich keine Munition dabei? Das ist ja doll. Ja, den kriegst du jetzt so auf den Sack. Wo ist er hin? Hä? Willst du mich rollen? War er eben noch da? Da oben ist er. Wie bist du denn da hingekommen? Ich will nicht erzählen, dass du hier lang gelaufen bist, um dann da hochzukommen. Du renn dich weg von mir, Mann. Komm her. Komm. Oh. Und das war's auch mit dir. Ja, ich glaube, ich habe mich gerade entschieden. Ich werde das hier so hinbauen. So an die Wand ran. Was kosten die Container? Da müsste ich erstmal Platten rüberbauen, ne? 7. Ich denke, da, ja. Einmal zur Veranschaulichung. Zack, zack, zack. 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 Zack, zack, zack. So. Und weiter, 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 weiter. Und weiter, 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 weiter. Und eigentlich auch immer noch weiter. Na komm. Setz da einen neben. Geht doch. So, 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 so. So, da sollen dann tatsächlich auch alle reingesetzt werden. Warum habe ich das so gemacht, wie ich es gemacht habe? Egal. So. Mauser. Organisation. Industrieller Lagercontainer. Gehe ich noch weiter? Nö, so ist in Ordnung. Ich glaube, so fetzt das schon. So, und dann. So. Gleich daneben noch ein. Und noch ein. Und noch ein. Und noch ein. Und immer feste drauf. Ne, und dann auch nochmal. Wenn wir schon dabei sind, oben ran. So, also allein hier kriegen wir schon eine ganze Menge drauf. Ne, hier kriegen wir schon mehr Sachen rein, als wir bisher überhaupt produzieren. So, dann werde ich hier noch einen kleinen süßen Steg ranbauen. Ne, hier so eine Gehwegplatten. Die dann von mir aus... Ja, von hier kommen. Na, so weit brauche ich gar nicht. Oder so groß. Oh, das ist auch ein Gefrickel mit den Teilen, ey. Meine Fresse. So. Und so. Dann sind wir noch nicht nah genug. So, aber das reicht. So, hier so ein Kreuzweg ran. Zack. Und dann. Und dann kommen wir an alle Container. Und direkt hierhin lasse ich mich damit eine Hypertube bringen. Die ja theoretisch auch da unten ein Stück weit lang laufen kann. Ja. Das ist ja super. Ne, ich komme dann unten noch an die Container ran mit den Dings hier. Oder ich kann eigentlich alles. Ich kann mich direkt hier oben abliefern lassen. Ist auch geil. Komme ich an die Reihe Container ran und an die da rauf. Perfekt eigentlich.
ne, dass das hier so ein bisschen unsere Lagerhalle wird. Ich glaube, das wird gut. Warum baue ich jetzt Dicke? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mach einfach weiter. Ich kann aber nicht aufhören. Nein. Jetzt hatte ich einen guten Grund aufzuhören. Aber komm. Jetzt habe ich hier das letzte bisschen Beton noch. Kann ich auch noch verbraten. So. Und dann haben wir hier nachher so einen Lagerkomplex. Das da mit den Fließbändern könnte ein bisschen scheiße werden. Aber ich kann auch einfach den Weg nach oben woanders lang hämmern. Ja. Aber ihr wisst, wie ich es mir vorstelle. Ne? Na gut. Wieder mal ein paar Visionen gezeigt. Super cool. Ne, wenn ihr euch wundert, warum die Perspektive so anders ist, ich habe mir tatsächlich einen anderen Schreibtischstuhl hingestellt, weil ich Rückenschmerzen habe. Ja. Und jetzt heißt es erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn dem so ist, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst am allerbesten einen Kommentar da und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Satisfactory mit Ragnar. Bis dann, reingehauen und bleibt gesund.